Wo ist die Frau? Irgendwo da hinten. Wir sind auf dem Weg zur Arbeit, beziehungsweise wir haben Feierabend, aber wir fahren zur irgendeiner Feier. Leute, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Sie hat mal gesagt, sie kommt in 10 Minuten bis zur Arbeit. Ich glaube das nicht. So wie die trödelt, ey. Hast du nicht mal gesagt, du schaffst es in 10 Minuten? Komm, fahr weiter. Wo lang denn? Sie kennt sich in Bielefeld nicht aus. Bist du da schon wieder am Meckern? Hä? Fährst du im Kreis? Ich weiß doch nicht, was du hier für Wege holst. Mein Gott, die kürzesten Wege der Welt. Kennst du ja aus hier in der Stadt, oder nicht? Ja. Schickes Fahrrad. Hast du nicht mal gesagt, du schaffst es in 10 Minuten? Ja. Wann wird denn rechts überholt hier? Das ist aber gefährlich, hör mal. Weil ich auch nicht reinfahre. Tja, sagst du so. Okay, wir gehen jetzt was trinken und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie lange das da geht. Wir sind eh schon spät, aber ist okay. Ich will den Anfang eh nicht mitkriegen. Die Partys kommen immer zu spät. Der Abend gestern war ein bisschen hart. Ein bisschen lang. Gott, bin ich fertig. Ich glaube, die Natur versucht mich zu töten. Ich habe eine Blase im Auge. Ich glaube, wir sind heute beide ein bisschen fertig. Der Abend gestern war doch viel länger, als ich erwartet hatte. Und wir haben echt gut gebechert. Also ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Aber ja, deswegen habe ich gestern auch nicht mehr gefilmt, tatsächlich. Aber heute werde ich filmen. Und das, was ich jetzt aufnehme, ist eigentlich auch das Video von gestern. Das, was ich gleich aufnehme, ist das Video von heute, was dann morgen kommt. Habe ich erzählt, dass ich jetzt meine Videos wieder auf Deutsch mache? Nee, machst du? Wie man hört schon, ne? Ich habe gestern oder vorgestern das eine Video gezeigt, dann sagt sie, visuell schon ganz schön. Ja. Na, ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt tatsächlich wieder auf Deutsch. Mein Gott, das wird auch nicht besser. Ey! Also die ursprüngliche Idee war ja auch eigentlich, jeden Tag ein Video zu machen. Und das mit dem Englisch kam dann halt zusätzlich noch dazu, weil ich dachte, es würde sich ganz gut anbieten, dass man das in dem, ja, abgesteckten Rahmen von 30 Tagen mal ausprobieren kann. Aber zum einen ist es doch schwieriger, als ich vielleicht gedacht habe, denn ich habe viele Sachen mindestens dreimal aufnehmen müssen oder so, weil ich halt auch nie Englisch spreche. Ich höre es viel auf Englisch. Ich würde es auch gerne eigentlich weitermachen, weil ich denke auch dadurch, ich würde mich wahrscheinlich auch nachher noch verbessern damit. Aber der springende Punkt ist einfach, ich habe das Gefühl, dass ich den Kanal noch mehr teile. Weil ich habe ja alleine schon durch die Super 73 Videos, durch die Van Videos, das sind schon eigentlich zwei verschiedene Zielgruppen sozusagen vielleicht, obwohl ich finde, das gehört immer so ein bisschen zusammen eigentlich, oder das kann man halt schön verbinden. Aber wenn dann noch Deutsch und Englisch dazu kommt, weil mir auch jemand unter das eine Video direkt einen Kommentar geschrieben hat, dass er schade findet, dass nicht mehr auf Deutsch ist, gerade die Super 73 Sachen. Und ja, das hat mich doch so ein bisschen nachdenklich gemacht, da habe ich gedacht, okay, das macht eigentlich keinen Sinn, hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Aber ja, ich mache das jetzt weiter erstmal auf Deutsch, ganz normal. Ich werde aber wahrscheinlich dann irgendwann, wenn es mal wieder so speziellere Locations gibt, wie jetzt mal diese Steilklippen oder so, vielleicht werde ich sowas dann mal auf Englisch machen oder ich mache so eine Art Voiceover oder wie auch immer. Passend zum Thema hat die Frau übrigens das richtige T-Shirt gekauft. Let's go to beach. Ja, das ist im Prinzip das Video für heute. Also nur ein kleines Info-Ding. Morgen wird es allerdings, ich hoffe, morgen wird das Wetter wahrscheinlich scheiße werden, aber wir werden eine Oldtimer-Ausfahrt machen. Und ja, ich hoffe, das Wetter nicht ganz so schlimm wird, weil es wirklich auch schwere Gewitter und sowas angekündigt. Aber heute ist fast 30 Grad, praller Sonnenschein.
Ich hoffe, dass es sich vielleicht ein bisschen in Grenzen hält. Und dass ich da dann morgen entsprechend filmen kann. Aber ja, egal, das wird schon gehen. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Tschüss. Immer was in der Schnauze haben.